geht und damit herzlich willkommen auf meinem Zweikanal Broski. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es ein kleines Zweitkanal-Update. Denn ihr seht schon, Andy ist am Start. Was geht ab, Andy? Das ist sein neuester Tick, immer durch meine Beine zu laufen. Was geht? Sag mal Hallo. Mach mal Sitz. Sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Na? Freunde, wie ihr seht, Andy ist ein bisschen erwachsen geworden, ein bisschen größer geworden. Der Bruder ist jetzt, glaube 12 oder 13 Monate. Und ich habe mir gedacht, Freunde, heute gibt es mal ein freshes Zweitkanal-Update. Ihr wolltet das haben. Welpen-Update. Aber bist du eigentlich noch ein Welpe? Sag mal ehrlich. Bist du noch einer? Eigentlich nicht, ne? Du bist schon echt groß geworden. Und du hast immer ein Klappohr. Ja. So, Freunde, ich zeige euch erstmal hier mein Hunde-Equipment. Viele von euch wissen ja, das ist der Hund von meinen Eltern. Also der gehört meinen Eltern, mir quasi auch, aber er wohnt halt bei meinen Eltern. Und meine Eltern sind aktuell im Urlaub für 2 Wochen. Ja, und dementsprechend ist der Bruder jetzt 2 Wochen am Stück bei mir. Ich freue mich ehrlicherweise sehr. Der hat auch schon ein paar Nächte jetzt bei mir geschlafen, aber ja, was war das längste am Stück bis jetzt so? Ich würde sagen, vielleicht 2, 3 Tage. Jetzt mal so 12 Tage am Stück ist schon nochmal was anderes. Und Andy hat sich hier... Andy gähnt immer so süß. Warte, wo bist du? Andy hat sich ja auf jeden Fall schon gut einquartiert, Freunde. Wir machen heute ein kleines Welpen-Update. Ich erzähle euch ein paar Sachen, zeige euch immer alles. Ich habe den auch letztens schon im Stream gezeigt. Ja, Mann, falls ihr das feiert, lasst auf jeden Fall ein Like da. Mir fällt gerade auf, ich muss unbedingt mal eine finale Haustour machen. Das steht ehrlich noch an. Mache ich auf jeden Fall demnächst, Freunde. Falls ihr Bock auf die Haustour habt, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr noch explizit sehen wollt. Ich habe ja noch einige Räume noch nicht gezeigt. Und das, obwohl ich jetzt hier schon seit, glaube ich, 10 Monaten wohne. Aber ich wollte halt, wenn erst eine Haustour machen, wenn alles perfekt ist. Und jetzt bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich sagen würde, das Haus ist fertig. Also könnten wir sie langsam mal machen. Also schreibt es mir in die Kommentare. So, also kurzes Andy Gear Update. Der Bruder hat hier so seine eigene kleine Hundebox, die immer unaufgeräumt ist. Ich mache ihn das mindestens 3-mal am Tag ordentlich, leg da die Decken schön rein. Aber der, ja, macht es immer wieder unordentlich. Ja. Genau das gleiche wie hier die Decke, die liegt eigentlich immer noch davor, falls er da noch liegen möchte. Ja, die Couch ist eigentlich auch aufgeräumt, aber der gönnt sich auch die Couch mittlerweile. Meine Mutter hat das versucht, dem abzutrainieren und der hat gerade Schluck auf, wie ich sehe. Aber ja, ich habe bei meinen Eltern immer Andy mit auf die Couch genommen und jetzt kriegen wir das nicht mehr raus. Und dementsprechend liegen auch die Kissen so. Ja, was auf jeden Fall auch so ein Andy-Ding ist, man muss alles, was auf dem Boden steht, nach oben räumen, weil... der Bruder knabbert alles an. Es ist wirklich so extrem. Er knabbert alles an. Was machst du? Hä? Ja. Hier, by the way, vielleicht schon mal gesehen, Bild, Porträt vom Ehrenbruder Sam, der letztes Jahr leider verstorben ist. Der wird hier natürlich auch noch verewigt bei mir in der Küche. Meine Küche habt ihr ja schon mal gesehen. Hier ist die Snackbar. Andy, willst du einen haben? Komm mal her. Ich hab was für dich. Komm mal ran. Komm her. Komm mal hier. Yeah. Yeah, ui. Guck mal. Mach mal Sitz, zeig mal, was du kannst. Mach mal Platz, Platz. Und jetzt, das haben wir neu geübt, legen wir das hier, nein, Sitz, Platz. Legen wir das hier hin und er darf das nicht fressen. Bleib, bleib. Ja, jetzt darfst du es fressen. Gönn dir. Das ist auf jeden Fall unser neuester Trainingsfortschritt. Hier stehen seine beiden Näpfe, das gute alte Trockenfutter und ja, hier bin ich bestens versorgt. Der hat hier noch irgendwie so ein Seealgenmehl. Meine Mutter ist halt Expertin. Die hat irgendwie in ihrem Leben schon, glaube ich, 3 oder 4 Hunde gehabt. Die weiß, was abgeht. Der setzt sich wie immer zwischen meine Beine. Du bist so süß. Aber du darfst nicht gegen die Kamera crashen. Aber du bist so süß. Ja, Freunde, und so sieht Andy jetzt ja aus. Ihr seht schon, der ist immer ein bisschen hyperaktiv. Will immer spielen. Jagt immer allem hinterher. Was ich in dem letzten... Andy, mach mal Sitz. Mach mal Sitz. Sitz. Ein und bleib. Was ich in dem letzten Vlog gesagt habe, Freunde, da hat er sich wirklich schon krass verbessert, muss ich sagen. Er ist nicht mehr so krass am Zuzwicken. Nur wenn er gerade seine 5 Minuten hat und die hat er jetzt gerade. Sonst. Sonst ist es eigentlich echt besser geworden. So, Andy, du musst mich jetzt aber mal filmen lassen hier. Mach mal Sitz.
Ja, sonst ist aber wirklich schon krass besser geworden, muss man sagen. Der ist immer noch so ein bisschen hyperaktiv, aber hatte zumindest mal so ruhige Phasen. Das hatte der am Anfang gar nicht. Also meine Eltern, ich würde so sagen, die ersten 5-6 Wochen, wo die ihn hatten, die waren schon anstrengend. Ich habe das ja nur so halb mitbekommen, weil ich eben ab und zu mal meine Eltern besucht habe, aber natürlich nicht die ganze Zeit dabei war. Als ich den hier das erste Mal hatte, guck mich nicht so an. Es war sehr interessant. Er war sehr anstrengend. Aber jetzt ist er wirklich mittlerweile richtig entspannt. Ist natürlich ein Labrador, ne? Und dementsprechend braucht er auch sehr viel Beschäftigung, sehr viel Auslauf. Man muss immer mal ein bisschen mit ihm spielen. Aber er hat jetzt auch immer mal wieder diese Müdigkeitsphasen. Und er kann chillen. Das konnte der vorher nicht. Das ist schon mal ein riesiger Fortschritt. Was mir übrigens gerade einfällt, Freunde, ganz wichtig. Falls ihr euch jetzt so denkt, what the fuck? Broski, dein Hund, hä, wie, was, Andy, was ist denn da los? Ich habe schon mal ein Hunde-Update gemacht, gerade als wir den bekommen hatten. Da war der, 3, 4, 5, 6 Wochen oder was war das? Also man darf ja Hunde irgendwie erst ab einem gewissen Wochenalter zu sich holen. Ich glaube, da war der 6 Wochen alt oder so. Ich weiß es aber auch nicht mehr auswendig. Und jedenfalls, da habe ich schon ein Video auf meinem Kanal hier hochgeladen, auf meinem zweiten Kanal. Das verlinke ich euch mal ganz oben in der Beschreibung für die, die sich jetzt denken, so what the fuck geht hier ab, die gar nicht wissen, was los ist, dass ihr da auf jeden Fall einen Einblick habt. Aber ihr seht, Freunde, der Bruder hat gelernt zu chillen. Er liegt da jetzt auf ganz entspannt. Sein Körbchen sieht natürlich aus wie ein absoluter Schlachtplatz, aber das funktioniert auf jeden Fall alles schon mal besser. Ich würde auch ganz gerne gleich mal mit euch zusammen und Andy ein bisschen rausgehen beim Spazierenfilmen. Aber ich würde sagen, Bro, wir lassen uns noch ein bisschen Zeit. Schaut euch das mal an hier. Das sieht gar nicht gut aus vom Wetter. Das ist so am Regnen. Deshalb warten wir noch fix ein bisschen. Ich nehme euch heute und morgen einfach mal ein bisschen über den Tag mit. Kleines Hunde-Update einfach, hatten ja viele nachgefragt. Und dann schauen wir mal, ne? Würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir draußen sind. Ah ja, und was mir gerade einfällt, schreibt unbedingt alle Fragen, die ihr zu Andy habt, unten in die Beschreibung. Quatsch, in die Kommentare. Ich bin bei Gott kein Hunde-Influencer-Blogger und hab genau... Ich weiß nicht, was ihr alles sehen wollt, ja? Ich zeige euch einfach meinen Hund. Also, falls ihr gesonderte Fragen habt, schreibt es unten rein. Das hier ist übrigens die absolute Standardaktion. Ich versuche gerade auf unauffällig zu filmen. Immer wenn ich mich hier irgendwo in der Küche kurz hinstelle oder auch hinsitze, er ist so eine treue Seele. Wir haben den ja jetzt erst seit ein paar Wochen, also ich glaube 3 oder 4 Monate. Der hat sich so krass auch an mich gewöhnt, obwohl ich ihn ja gar nicht jeden Tag sehe. Jetzt jagt er gerade eine Fliege hinterher. Das ist wirklich geisteskrank. Also das war echt gut, dass wir den auch schon beim Züchter besuchen konnten. Na, gucken wir an, wer jetzt fressen kriegt, hä? Ja, ja. So, dann wollen wir mal. Hä? Napf. So. Der Bruder kriegt hier immer 125 Gramm, 3 Mahlzeiten am Tag. Ich würde sagen, let's go, Andy. So, dann hiervon noch 2 Teelöffel. Zack. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was das ist. Aber meine Mutter hat liebevoll draufgeschrieben, 1 bis 2 Teelöffel zu jeder Mahlzeit über das Futter streuen. Und dann halte ich mich natürlich daran. Die ist Expertin, die weiß Bescheid. Umrühren den Lachs. Zack, zack. Sieht schmackhaft aus. Hat Bock. Dann jetzt schaut euch das an, Freunde. Wir stellen das hier hin. So, Andy, mach Sitz. Guckt euch das an, wie gut er erzogen ist. Bleib. Jetzt. Guten Hunger, Chef. Ey. Was geht ab? Was geht ab? Ey Jungs und Mädels, so sieht es aus, wenn ich mit Andy bei mir auf dem gemütlichen Fliesenboden chill. Mir ist gerade was richtig Bescheuertes aufgefallen. Ich bin absolut lost as fuck. Ich habe ja einfach am Anfang vom Vlog erzählt, so ja. Ja, dankeschön für den, ja, dankeschön für den Gesichtskuss, super. Ja, reicht auch wieder. Reicht. 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 So, was ich erzählen wollte. Ich habe so am Anfang vom Video erzählt, naja, Andy ist 12 Wochen alt. Absolut falsch. Der Bruder ist ungefähr 20 Wochen jetzt alt, würde ich so ungefähr sagen. Ja, liebe Grüße. Der war nämlich 9 Wochen alt, als wir den bekommen haben. Ich habe mich absolut verrechnet. Andy müsste jetzt, Anfang März kam das Video, das sind 4 Monate, 12, 21 Wochen alt sein. Ja. Beißt der mir gerade ins Ohr? Ja, so sieht es aus bei uns. Wir gehen jetzt nochmal raus, ne? Ist schon spät. Du musst nochmal rausgehen, Kollege, ne? Hast du Bock? Andy! Komm! Wir gehen nochmal raus. Hört wie eine Einzelhund, oder?
Ja, du musst doch nochmal raus, Kollege. Also wir haben jetzt übrigens gerade kurz vor 12. Ich mache das mit Andy eigentlich immer so, also jetzt wo der hier ist. Ich gehe früh morgens einmal mit dem raus. Dann eigentlich immer so einmal vormittags, einmal nachmittags und dann einmal nochmal spät abends. Also quasi einmal vorm Schlafen gehen und einmal direkt nach dem Aufstehen quasi. Also ich mache das immer so. Ich stehe jetzt unter der Woche dann meistens so um 8, 9 Uhr auf. Frühstück dann kurz selbst eben was. Der Hund kriegt was zu fressen. Dann soll man ja immer so ein bisschen warten, dass man die halt nicht direkt auf vollem Magen halt rausführt. Und dann, ja, meistens so eine halbe, dreiviertel Stunde später. Und dann geht's los. So, und jetzt müssen wir nochmal, Kollege, hm? So, Freunde, wir gehen jetzt hier noch fix eine kleine Runde raus. Nächtlicher Spaziergang. Ihr seht, die Leine ist auch relativ locker. Er hatte gerade irgendwas wieder gefunden. Da muss man echt aufpassen, weil der Hund frisst alles, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Ein paar Mal schon Durchfall gehabt, weil der irgendwas gefuttert hat. Aber, ja, wir laufen jetzt hier nochmal einmal auf entspannt um Block. Und ihr seht auf jeden Fall, also Leine ist eigentlich fast immer locker. Macht da gut, ja, muss man ja sagen. So, Freunde, ich werde jetzt auch nicht mehr so viel filmen hier beim Spazierengehen, weil, ja, eigentlich laufen wir nur einmal um Block. Und ihr seht, es ist jetzt so knapp 24 Uhr, ich gehe jetzt auch gleich pennen. Dementsprechend würde ich sagen, spazieren gehen, filmen wir wann anders mal, richtig, wenn ich dann noch mittags draußen bin und auch vielleicht andere Hunde am Start sind und auch mal was passiert. Weil jetzt, der Hund hat auch selber keinen Bock, der will einfach pennen. So, Andy, schlaf gut. Gute Nacht. So, Freunde, ich werde jetzt aber noch nicht pennen gehen. Ich gönne mir jetzt noch schön ein Pfeifchen, Stündchen hier im Gaming Room, hab noch mal ein bisschen geupgradet. Habt ihr schon gesehen in den Insta-Stories, die neue Couch. Ah, Feierabend, Freunde. Lasst euch gut gehen. So, Freunde. Es ist der nächste Morgen. Andy hat sich gerade schon unten ein bisschen bemerkbar gemacht. Wir gehen mal jetzt runter. Guck mal, wie der sich freut. Guten Morgen! Ja. Hallo! Hallo! Ja! Du ein Feiner! Guten Morgen! Guten Morgen! Was geht? Na, hast du gut geschlafen? Hast du gut geschlafen? Ja? Ja? Freunde, ihr seht schon, es ist morgens oder generell so süß. Wir sind mir auf Schritt und Tritt voll. Wasser hast du noch, Kollege? Meine Mutter hat dir beigebracht. Als erstes esse ich und dann kriegst du dein Fressen. Ja. Es ist so süß. Wenn ich mir hier einen Kaffee mache, er setzt sich direkt hin. Ja, du bist ein Feiner, oder? Sag mal, bist du ein Feiner? Yeah. Freunde, ich würde sagen, wir beenden jetzt auch hier den Vlog. Ihr habt ja jetzt alle Tagesabläufe mal gesehen. Andy gönnt sich noch ein Slang Wasser. Sehen wir mich irgendwo in der Spiegelung? Freunde, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt das Video gefeiert. Lasst ein Like für den Ehrenbruder Andy hier da. Der ist leider ein bisschen zu schlau. Der weiß ganz genau, dass hier sein Fressen und seine Tasche ist. Die hat letztens übrigens mal hier von der Bank runtergerissen und da auf einmal dann die ganzen Leinen rausgegraben. Freunde, lasst ein Like da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und schreibt unbedingt mal in die Kommentare, was ihr als nächstes über Kollege Andy wissen wollt. Freunde, ich wünsche euch einen traumhaften. Wir sehen uns heute Abend im Stream, denn dieses Video ist total up to date. Es ist gerade 9 Uhr morgens am Freitag und das Video hier kommt so um 12, 13 Uhr online. Und abends gibt es einen Stream. Also Freunde, schaltet ein. Bis dahin. Tschüss.